Das heutige Rezept eignet sich natürlich besonders gut mit Kindern zu machen. Wir machen Osterhäschen aus Zopfteig. Es ist mein ganz normales Zopfrezept, mit dem Unterschied, dass ich ein bisschen mehr Zucker dazu nehme. Erstmal fülle ich meine Schüssel mit Mehl und schaue, dass das Mehl einfach in eine Ecke hineinstreust. So hat nämlich in der anderen Ecke die lauwarme Milch ganz schön Platz. Wichtig, lauwarm und nicht heiß. Jetzt kannst du ins Mehl mit dem Kaffeelöffel eine kleine Mulde machen. Dort rein kannst du jetzt das Salz leeren, weil es ist wichtig, dass die Hefe vor dem Rühren nicht in Verbindung kommt mit dem Salz. Jetzt kannst du Zucker einstreuen in die Milch. Im normalen Zopf nehme ich keinen Zucker oder nur ein bisschen wenig, das hilft der Hefe. Und jetzt Hefe einbröckeln, ganz vorsichtig in die lauwarme Milch, damit sie sich schön auflösen kann. Jetzt legen wir unsere Butterwürfel ums Mehl herum. Schau, dass der Butter etwa Zimmertemperatur hat und nicht zu kalt ist. Bevor wir jetzt anfangen zu rühren, tun wir nachher alles etwa eine Viertelstunde ziehen lassen, dass die Hefe sich schön aufgelöst hat. Und dann kannst du deine Knetmaschine anlassen und dann tun wir so richtig durchkneten. Kneten, bis alles so verknetet ist, dass es einen schönen Bollen gibt, den wir dann ganz einfach rausnehmen können. Den Teig kannst du jetzt ganz ring aus der Schüssel nehmen, tust ihn mit einem lauwarmen Tüchli zudecken und etwa eine Stunde bei Raumtemperatur aufgehen lassen. So, und jetzt formen wir unsere Häsi. Zuerst machen wir eine ganz einfache Variante. Wir machen ein ovales Kugel, machen oben zu eine Abtrennung machen. Das sind unsere Ohren und unser Kopf. Schneiden mit dem Messer ein und breiten die Ohren auseinander. Dann können wir mit unserem Messer eine Einkerbung machen und im Häsi seine Nase formen. Und am Schluss nehmen wir noch Weinbeere und mit der Weinbeere müssen wir Augen machen, drücken die dann schön eindrücken, damit sie beim Backen nicht auseinanderspringen. Und das ist meine Lieblingsvariante. Ein ovales Kugel, ein Würstchen und ein kleines Kugel. Mit dem Würstchen machen wir ein Schnäckchen. Dann das ein bisschen festdrücken, dann das Ovale oben hin, dann das wieder einschneiden für unsere Ohren. Dann nehmen wir ein kleines Kugel, dann das beim Häsi hinten hin. Das ist unser Schwänzchen. Und dann machen wir natürlich noch Augen machen, nehmen wieder ein Rosslindli und drücken das drin. Und dann noch eine Variante, die ihr auch als Eierhalter brauchen könnt. Wie ein Baguette-Förmchen machen, ein Gläschen drin drücken, dass unser Ei den Platz hat, unten einschneiden für die Beine, dann zusammendrücken oben zu, das gibt den Kopf, oben wieder einschneiden für unsere Lampiohren, Ohren auseinanderziehen. Und am Schluss, das kennen wir schon, Rosinen drin und mit dem Messer drin drücken, damit die beim Backen nicht rausspringen. So, jetzt geben wir unsere Häsi noch ein bisschen Farbe, streichen sie mit Ei einstreichen. Ich tue ein ganzes Ei aufschlagen. Wenn ihr intensivere Farbe wollt, dann nehmt ihr einfach nur das Eigelb. Und jetzt aber ab in den Ofen! Wenn du das Rezept gerne mit deinen Kindern nachbacken würdest, dann schreib mir doch einfach ein Mail auf stefan@challeschild und ich werde dir ein Rezept inklusive Postliste als PDF zurückmailen. Ich freue mich auf eure Feedbacks und eure Mails und für mehr lustige Rezepte einfach das Challeschild auf Facebook liken oder den YouTube-Channel vom Challeschild abonnieren. Ganz einfach. Danke vielmals und bis gleich auf der Rigi im Challeschild mit anderen Geniessern und Sättigen, die es noch werden wollen. Ciao zusammen!